wir sind hier bei der Fotoausstellung von Holger Merkel, die heißt Wachenheimer Perspektiven. Was sagen eigentlich die Gäste dazu? Also ich finde die Ausstellung sehr beeindruckend. Der Fotograf zeigt uns bekannte Motive, die aber durch die Infrarottechnik verfremdet sind. Und gerade dadurch bekommen wir einen neuen Blick auf die Fotos und das macht es interessant. Und ich kann wirklich nur empfehlen, sich die Bilder genau anzusehen. Wirklich eine tolle Ausstellung. Die ganze Reihe sind da durchgegangen, sie sind einfach wunderbar, sind ganz tolle Motive. Ich finde die Ausstellung große Klasse und ich war jetzt in ein paar Kellern hier drin und habe geguckt und hey, das finde ich am allerschönsten, weil die Bilder sind total genial und die ganze Aufmachung, ich finde es einfach schön. Ich habe das erste Mal in meinem Leben sowas gesehen und ich finde es großartig. Die Diashow ist wunderschön und die Fotos sind ausgesprochen ansprechend. Es gibt Unterschiede bei Schwarz-Weiß. Also da habe ich so einen Liebling, das ist das mit dem Shellac. Und die Bilder meiner Enkel sind natürlich besonders schön. Und hier ist Philipp, du bist auch auf den Bildern drauf. Aber wie ist es denn, sich selber so auf einer großen Leinwand zu sehen? Ganz cool. Und hat Spaß gemacht, die Bilder zu machen? Ja. Und wie gefällt dir die Ausstellung sonst so? Also ich finde es sehr cool. Gibt es so ein Lieblingsbild, das du hast? Am Ende, wo meine Eltern und meine zwei Brüder und ich auch, wo wir zusammen drauf sind. Also die Infrarotbilder finde ich sehr schön. Überhaupt alle Bilder, sehr gelungen und sehr schönes Klima hier unten. Also passt alles gut zusammen. Deshalb bin ich extra aus Schleswig-Holstein, aus Flensburg hier angereist, um mir das alles mal richtig anzuschauen, weil bei uns gibt es sowas nicht, allein mit diesen Gewölbekellern. Und ja, alles super, schön. Das war überraschend schwarz-weiß, sagt man normalerweise. Ja, ist einfach schwarz-weiß, aber diese Effekte, wo das ja so intensiv ist, hier drüben zum Beispiel, man sieht den Turm, die Bäume und dahinter wie ein schwarzes Loch, als wäre dahinter nichts. Und diese Abstufungen, die sind einfach ja, beeindruckend. Kannten Sie Infrarotfotografien Nein, vorher? Habe ich noch nie gesehen. Gut, mit Schwarz-Weiß kann man einiges machen, klar, von den Effekten so, aber das da, das ist schon ja, beeindruckend. Ich finde diese Ausstellung sehr schön und ja, gelungen. Schöne Location und nette Bilder. Was war dein erster Eindruck? Ja, ich habe erstmal gar nicht so richtig kapiert, was ist das überhaupt, Infrarotfotografie? Ich habe mich nur gewundert, warum sind denn die Blätter da so hell? Aber hier ist ja so eine Erklärung, da ist es ganz gut erklärt. Und ich finde es echt interessant, sieht ganz toll aus, weil manches sieht so ein bisschen unwirklich aus auf den Fotos. Bisschen wie gemalt, ja, gefallen mir gut. Am besten gefällt mir hier das Foto da hinten, genau, weil ich das Kaffee auch so goldig finde da, das Café Scheller. Ja. Und auch die Leiterin der Touristinformation, Anne Euler, ist da. Was halten Sie denn von den Bildern? Ja, ich hatte also im Vorfeld schon einige gesehen und war gleich da schon ganz begeistert, weil es sind Perspektive aus Wachenheim, die jetzt so in der neuen Zeit man eigentlich gar nicht findet und von der Hexe ist es eine Bereicherung auch für uns in die Touristinformation, um unser Bildmaterial ein bisschen aufzufrischen und mit diesen Bildern, glaube ich, können wir einiges wiedergeben, was unsere Region spiegelt. Anfangen von den Sehenswürdigkeiten oder über den Weinbau etc. Demnächst ja bei dir in der neuen Wohnung, oder? Ja, genau. Einfach, weil es meiner Frau gefällt und weil meine Frau einfach mal sehen möchte, wie meine Heimat aussehen wird. Infrarot finde ich interessant, weil es mit meiner Arbeit zu tun hat. Und dann wird einfach das Bild, was sehr schön ist, zeigt, was man im normalen Auge nicht sehen kann. Da
Das waren also ein paar Impressionen der Teilnehmer und mehr Fotos gibt es auf dem Portfolio auf www.h2mfotografie.de.